Und ich sage hallo und ein ganz chaotisches Willkommen zu diesem neuen Projekt. Wir spielen H1Z1 und du siehst jetzt schon unten eingeblendet an der Masse an Namen, die da stehen. Das sind alles Projektteilnehmer. Ein paar davon sind zur ersten Aufnahme tatsächlich da. Also es ist im TS, aber ich weiß nicht, ob man ihn hört, Andrena. Hallo. Ja, es ist im TS und man hört ihn garantiert, der Bayerwald. Hallo. Wer Appetit hat, ich hätte hier einen Fresh Fries zum Knuspern anzubieten. Hallo. Der schmeckt doch nicht, der ist faul. Das ist doch vergammelt. Der Hiro ist auch da, der hält zu jeder Zeit und Stunde. Ja, guten Tag. I4 ist da und ich hoffe, er hat nicht so viel Angst mitgebracht, wie der Name Hallo, aber ich glaube, ich werde bald zu einem Schnitzel geklopft. Ja, ich bin schon mal. Dann ist mit dabei MG muss mit, passt natürlich auch perfekt, ne? Guten Tag, aber Hilfe. Als weibliche Verstärkung heute mit dabei ist die Mina. Hello. Der Pillow ist in Cranberry und sucht Zombies. Nein, ich suche keine Zombies, ich suche Essen und Hammer. Ich brauche meinen Hammer wieder. Ja, Hammer. Er braucht unbedingt einen Hammer. Und der Zombie ist auch da. Hallihallo. Und damit es jetzt dann im TS nicht absolut chaotisch ist, werde ich jetzt die Leute ein bisschen hin und her ziehen, weil wir haben uns noch nicht gefunden im Spiel. Jetzt kannst du dir hier das wunderschöne Inventory von mir angucken, ist eh nichts drin. Und ich schiebe die Leute mal so ein bisschen hin und her. Also, Bayerwald schiebe ich mit Domina. Jetzt sind wir alleine. Genau, es ist Ruhe. Zum Hintergrund, wir sitzen jetzt hier ungefähr schon seit 10 Minuten in diesem Shop hier fest. Oder da hinten laufen Leute. Vielleicht sind die jetzt endlich mal abgehauen. Wir sind hier nämlich belagert worden von gut 4 Heizupheiz. Und wir gehen jetzt mal raus, oder? Gehen wir jetzt mal raus? Auf. Ja, lass uns raus und gegebenenfalls laufen. Die scheiß Tür geht nicht auf. Echt? Nee. Warte mal. Also die Server laggen noch ein bisschen. So viel dazu. Es dauert ewig, hier Sachen aufzulooten oder eine Tür oder zuzumachen. Das ist absolut zum Kotzen. Kann man das Fenster kaputt machen? Gehst du jetzt mal auf, bitte? Use Door. So. Ich habe einmal E gedrückt. Ich hoffe, es klappt jetzt irgendwann. Wir sind gefangen im Schlafzimmer. Ja, das wird eine sauspannende Folge im Schlafzimmer. Ja. Ich glaube, so nennen wir auch die erste Folge, oder? Spannendes Schlafzimmer-Folge. Oh. Okay, man kann das Fenster kaputt machen. Genau. Oh, alter Schwede, jetzt geh doch auf, bitte. Ich habe ein Geräusch gehört. Ach, geh auf. Wahrscheinlich sind die deswegen auch hier nicht reingekommen. Wahrscheinlich, weil die Tür backt. Warte mal, lass mich mal versuchen, wenn es anzeigt hier eh. Du musst ja schon die ersten 10 Minuten rausschneiden, nur damit du die Tür aufkriegst. Ja. Ja! Okay, wir brauchen hier wahrscheinlich nicht mehr zu gucken, ob hier noch irgendwas übrig ist. Wir könnten nur noch schauen, dass wir uns hier irgendwo verpissen. Ja. Da oben ist ein Zombie, das ist gut. Ja, die anderen sind auch hier in die Richtung gegangen, wo ich gerade hingucke. Da hinten in das Haus, in das große Richtung Kirche. Wo müssen wir hin? In welche Richtung? Ich habe keine Ahnung. Da hinten läuft jemand. Guck mal, das ist kein Zombie, oder? Der läuft rückwärts, der Typ. Ah, hinter dir. Also ne, ist ein Zombie hinter dir. Ja, aber hinter dir. Ach nee, das ist ein fliegender Zombie. Ist gut, alles gut, fliegende Zombies. Ah, wer ist denn das? Hier wo? Hinter uns. Oh, shit. Wer bist du? Der rennt aber. Wer bist du denn? Ich glaube, ich hat selber Angst. Nix, aber Fall, Castro, irgendwas ist auch hier. Ja, also okay, lass uns wir gehen mal zur Straße. Folgen, ja. Wollen wir rüber auf die andere Seite und oben entlang oder hier? Ich glaube, das ist zu steil. Ich glaube, wir bleiben hier, gell? Mhm. Also, die anderen finden wir in Richtung Granberry, aber wir wissen leider nicht so genau, in welche Richtung wir da müssen. Genau, es gibt nämlich keine Map. Genau, da oben ist eine Tanke. Wir können ja mal gucken gehen. Wir sind schon ziemlich in die richtige Richtung. Da liegt eine Flare. Ja, wieder? Ja. Oh Kacke, da ist ein Stapler. Da hinten ist ein Typ. Ja, ich sehe, das ist bestimmt der gleiche wie eben. Das sind mehr. Oder? Ist es der gleiche? Ich glaube, das ist der gleiche wie eben. Ja, lass uns. Da steht ein Zombie rum. Okay, der ist mir wurscht. Ja, da vorne ist ein Schild. Ja. Die Zombies tun noch nichts, die sind noch zahnlos. Die kommen hier. Bleiben in aller Ruhe stehen und überlassen alles über sich ergehen. Das ist nur ein Stoppschild. G-Street.
Karte. Hast du die Karte offen? Ja, müsste ich raustappen, dann ist die Aufnahme also, weg. Ja, das ist blöd. Nee, aber hier ist die Hauptstraße. Lass uns hier einfach so halbwegs entlang. Ja, wir können ja mal da Richtung Häuser gucken, oder? Ja, ja, ich bin hinter dir. Gut. Wenn du das bist, vor mir. Ja. Gut, wunderbar. Ich sehe nämlich den Namen erst zu spät. Ja, das ist das Problem. Man muss voll nah an die Leute ran, um zu gucken, ist das vielleicht ein Verbündeter. Und dann ist es meistens schon zu spät. Was der jetzt? Der Parkplatz, war das nicht vorhin Hiro, der erzählt hat, dass er an so einem riesen Parkplatz war? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Eine Militärkaserne oder irgendwas, schön. Oh, Entschuldigung. Passiert. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich werde heute wahrscheinlich noch öfter husten. Gehen wir mal hier rein. Oh, geiler Flatscreen, den will ich auch. Wir haben so einen, wir haben so einen. Ich habe auch so einen. Da ist nochmal einer. Das sind alle in Ordnung. Nee, der nicht mehr. Aber kaputt. Ich hätte auch gern so geilen Fernseher in der Küche. Luxus-Amis hier. Mensch, die Lägerei geht mir was auf den Zeiger. Du kommst in keinen Schrank rein. Nee, heute Mittag war das noch wesentlich einfacher. Ja. Und da ging es mir noch auf den Sack, dass in keinem Schrank irgendwas drin war. Ja, okay, das ist meistens so. Guck hier, Aufnahmezimmer von Saraza. Was? Ja, ja, YouTuber-Zimmer, Doppelzimmer. Schick. Also ich krieg hier gar nichts geöffnet. Nee, ich auch nicht. Ich hab gerade... Ja, ich hatte in der ersten Runde hatte ich Fleisch, da hätte ich grillen können. Cool. Wohin? Da oben drüber, weiß nicht, oder? Also die Häuser brauchen wir schon fast nicht durchsuchen. Ja. Da steht ein Zombie. Da ist keine Kiste. Bist du jetzt hinten raus? Ach, da bist du. Ja, ich bin hier hinten raus. Ich gehe jetzt mal hier durchs Haus. Geh mal rein, ich verstell mich mal im Busch und muss mal kurz einen Schluck trinken. Geh mal hoch. Mal schauen, was ich da oben finde. Sind das deine Schritte? Nö. Also ja, ich bin im ersten Stock. Dass man die noch so hört, als würdest du hier auf Lehm rumlaufen, ist ein bisschen komisch. Guck hier in mein Aufnahmezimmer. Ja, scheiß Bildschirm. Was war das? Was packen? Cool, hier glitscht eine Steckdose rum. Eine Steckdose? Ja, und die Tür ist auch irgendwie komplett verglitscht. Was? Was hat er denn jetzt gemacht? Wieso, was denn? Er hat irgendwas gelootet, aber frag mich nicht was. Das ist ja schon 5 Minuten her, dass ich irgendwas angeklickt habe. So, bist du noch draußen? Ja. Bist du still? Ja. Ich höre aber Schritte. Jetzt bin ich hier. Ach so, gut. Aber Mina, ganz ehrlich, wenn ich dich so anschaue... Lass mal auf, nach mir zu hauen. Ich habe nicht nach dir geschlagen. Doch, ist gerade gehauen. Nee, habe ich nicht. Dein Charakter bei mir schon. Was aber ist denn, wenn du mich so anschaust? Wollte nicht sagen, aber für eine Frau bist du dann ganz schön hässlich. Tja, du bist für einen Mann auch ganz schön hässlich. Da hinten läuft jemand. Wo? Da hinten. Ja, stimmt. Ist das nur einer? Schaut schon so aus. Naja, noch sind wir zu zweit. Ne? Ich würde die Container hier gern durchsuchen, da ist manchmal Essen drin, aber... Es dauert ja so lange. Ja, vor allem bis die angezeigt werden. Ja, da ist auch noch ein Feuer. Oh, dann ist hier jemand, wenn es brennt. Ah, ist eine Flare, ja. Ja. Da hinten liegt ein toter Zombie. Aber ich denke, wir sollten schauen, dass wir uns hier ziemlich schnell schleichen. Na gut. Glaube ich, macht Sinn, oder? Sind wir solche Feiglinge? Na gut, wir haben nur 2 Stöcker, ne? Ja, eben. Ich kann keine Pfeile craften. Wobei, ich kann natürlich so hier rumlaufen, dann hauen die vielleicht eher ab. Guck mal. Ich kann nur nicht viel machen damit. Du hast immer noch einen Stock. Oh, ich hab einen Pfeil. Geil. Okay. Ich weiß noch nicht, wie viele Pfeile ich hab. Steht drin, wenn du ins Inventar schaust. Ich hab aber im Inventar gar keine Pfeile gesehen. Ich sehe immer noch keine, oder ich bin blind. Ja, aber... Nö. Ich sehe dich nicht mehr, das ist viel schlimmer. Ich bin hier vorne an die... an die Hausecke gelaufen. So. Straßenecke hier. Da, wo wir... Da, hier. Ach, hier bist du.
Aber wir wollten ja hinter, oder? Wir wieder auf die Hauptstraße kommen. Ich wollte eigentlich den Typ natzen, aber na gut. Ja, lass uns halt mal gucken. Der wird uns wahrscheinlich schon noch begegnen. Dann schieße ich eh vorbei. Ich weiß gar nicht, wie man schießt. Ja, ich würde vermuten, linke Maustaste. Auch, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Hier so ein kleines Dorf ist das, würde ich mal behaupten, ne? Ja. Da war er doch irgendwo, oder? Ja, der ist bestimmt schon wieder woanders hingelaufen. Ja. Dann können wir zu der Straße zurück. Ja. Aber Häuser looten lohnt sich eigentlich fast gar nicht, weil die sind alle nahezu komplett leer. Was ist denn das hier? Tonnenkenn. Oh. Oxy 19. Ich höre jemanden. Oh Gott. Na komm, wir bleiben mal hier auf der Straße. Bist du hinter mir? Oh, ja. Ich finde es schade, dass du solche Leute auf die Menschheit loslässt. Was ist das? Du hast gerade schon wieder geschlagen und gestöhnt. Hä? Ich habe mich erschreckt. Ich habe doch gar nicht geschlagen. Komisch. Schlag mal. Nö, ich sehe nichts. Ich habe jetzt geschlagen. Ja, dann ist das vielleicht ein Lag. Dann schlägt er vielleicht irgendwie in 5 Minuten. Ich erschrecke mich wieder. Fertig. Da hinten ist einer. Hab einen Bogen, verpiesel dich! Da hinten siehst du den? Ja, ja. Kommt der hierher? Ja. Ja, ja, der rennt voll. Na, rennt aber weg. Ja, dann lass uns mal hier den Berg hoch, oder? Oder wir hauen ihm die Scheiße aus dem Kopf. Ja, ich weiß ja nicht. Nachher ist dann noch irgendjemand. Ja, eben. Das vermute ich nämlich, dass es eine Falle ist. Berg hoch? Ja. Bist du hinter mir? Ich bin neben dir. Rechts. Okay, der guckt nur blöd. Ja, der ist da unten. Der tänzelt da wen rum. Und da oben kommt die Straße. Ja, scheint ganz so. Wollten. Wieso habe ich da unten eigentlich so ein sitzendes Männchen als Ding? Ich habe da absolut keine Ahnung. Das kann ich dir nicht sagen. Dorf, was ist das? Da macht die Straße eine Kurve oder ist das? Kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Oh, ich muss gleich mal was essen. Ist deine Energie fertig? Bei 47, also zeigt es mir schon 85, an. Ich glaube 85, also das hält sich bei mir noch in Grenzen. Ja, das dauert ja mit dem Essen im Moment so furchtbar lange. Eben. Ist ja auch, sozusagen, das ist ein Zombie. Den will ich jetzt die Scheiße aus dem Kopf holen. Mach das, dann esse ich in der Zeit. Genau. Komm, kriegst du ein paar auf. Voll auf die Fresse, voll auf die 12, voll drauf. Achtung, Achtung, Nina, quasi. Hinter was? Dir. Am Boden. Da rennt einer. Ich sehe keinen. Da war gerade direkt hinter dir einer. Der ist in den Boden geglitscht, ne? Ja. Ich habe nur noch einen Kopf gesehen. Sag mal, fall halt um. Was geht denn ab? Wo kam der denn jetzt her? Ich gerade meine Brombeere essen. Der fällt gar nicht um. Nee, die brauchen ewig mit dem Stock. Boah, ey, so wird das nächste verhunger ich hier einfach nur stark. Das macht irgendwie Spaß da. Komm her, du. Und eins links, eins rechts. Bei mir schlägst du gar nicht. Das ist voll krass. Der fällt auch nicht um. Nö, der steht einfach nur da und gafft dich an. Jetzt hast du einen, jetzt hast du ihm eine verpasst. Jetzt erst? Ja, jetzt gerade nochmal. Ich schlag dem gerade einen Schädel ein, aber der macht gar nichts. Komm her von hinten. Die droppen aber auch nicht wirklich großartig was. Der macht auch nichts, der will auch gar nicht umfallen. Na dann, lass doch. Oh, guck mal, jetzt steht hier wieder einer. Der stand hier gerade noch nicht. Das ist aber ein Zombie. Ja. Okay, lass uns mal in die Stadt gehen. Aber da vorne steht auch einer. Entweder steht da ein Zombie mitten auf der Straße. Ja, ist ein Zombie, so geknickt wie der steht. Mhm. Gehen wir mal in die Läden rein, oder? Mal gucken, ob wir hier was fehlen. Würde ich auch sagen. Oh, hier ist ganz schön viel Zombie-Population. Da die alle noch leben, könnte man meinen, dass hier vielleicht noch keiner groß war in der letzten Stunde. Ja, da könnte man vielleicht Glück haben, ja. Aber Schränke durchsuchen, ihr Lieben, das könnt ihr heute leider vergessen. Das wird nichts. Da ist auch gar keiner, witzigerweise. Ja, wer weiß, ob dir die einfach nur nicht angezeigt wird. Ja. Aber es gibt ja Sachen, die stehen einfach so da, wie Wasserflaschen zum Beispiel. Mhm. Oh, guck mal, da hinten... Da sind diese Schränke, wo du Tools findest.
Ach ja, genau, die Werkzeugkisten. Guck mal, da glitzert, da rennt ein Zombie durch den Boden. Wie geil. Oh, hast du keine Beine mehr? Oh, hast du keine Beine? Der läuft ja tatsächlich. Jetzt läuft er durch die Wand und Schuss. Oh, ich kann nicht auf ihn einschlagen. Schade. Oh Gott, das ist die Leckerei. Das ist Horror. Kann auch nirgendwo in eine Kiste rein, mal schauen. Mach halt auf, die Kacke. Ja, es dauert halt. Saulang. Jetzt hat er's. Ja, jetzt hat er's geladen. Ah, das ist leer. Gut. Okay. Was eh für ein Arsch, da reinzugucken. Ja, bei mir ist auch leer. Ich kotze. Kann ich mal schlagen? Wieso kann ich nicht mehr schlagen? Rüste mal den Stock aus oder irgendwas anderes und dann mach ihn nochmal weg. Ja, ich habe jetzt mal die Taschenlampe. Ich kann trotzdem mit dem Stock nicht schlagen. Nämlich die Taschenlampe, mit der kann ich schlagen. Dann geht das. Also ja, es mit ist der halt kann noch ich auch nicht mehr schlagen. Auch nicht mehr, ja geil. Dann den Stock genommen wieder. Ach, das ist schlimm, die Leckerei. Es ist halt noch Alpha, von daher. Ja, ja Alpha, für eine Alpha ist es eh super. Es liegt eher an den Servern halt. Ja, das auch. Das ist einfach aber schrecklich. Aber es ist klar, ich meine, das Spiel ist heute rausgekommen. Es ist Freitag und es ist jetzt Abend. Da war das klar. Hier in so einem Ding habe ich die Axt gefunden. Die lag einfach so in so einem Regal. Komm, schlag halt zu, da ist eine Kiste. Er schlägt nicht zu. Ach nee. Hatte ich vor ein paar Stunden auch und danach waren die Server dran. Toll. Ja, kannst du überhaupt irgendwas machen? Ich kann schlagen, ja. Ich schlag gerade auf die Kiste ein, wie blöd, aber die braucht anscheinend auch ewig, bis sie kaputt geht. Also bei mir tut sich gar nichts mehr. Warum, weiß ich nicht. Dann warten wir mal ab. Bei mir ist auch das Item rot. Aber ich habe noch. Hey Bayer, das dauert ewig, bis die Kiste hier kaputt ist. Meine ich das nur oder ist das so? Ne, normal geht die nach 3-4 Schlägen kaputt. Ja, dann will die nicht. Ja. Also bei mir ist auch hier irgendwie gerade ganz Katastrophe. Also keinerlei Reaktion mehr. Na toll. Soll ich dich mal hauen? Nö, mach mal nicht. Manchmal weckt das jetzt, auf. Jetzt kann ich schlagen. Aber die Kiste geht auch nicht kaputt, selbst mit der Faust. Ach, mein Stock ist rot. Vielleicht ist der einfach nicht mehr tauglich. Dein Stock ist rot? Ja. Meiner nicht. Ich hab den jetzt mal gedroppt, aber ich weiß nicht, ob er ihn fallen lässt. Oh, ich kann diese blöden Cranberries, Blackberries nicht essen. Der macht das einfach nicht. Ja, bei mir auch nicht. Na, dann verhungern wir halt. Komm. Schlimmeres. Kann auch nicht mehr auf die... Wo bist du hin? Ich bist bin hier vorne an der Tankstelle, ja. Kannst du... Achso, ja, das geht nicht. Ich muss jetzt mal ganz kurz meinen Frust abbauen gehen. Blöde Scheiß, Lecker. Nein, jetzt kann ich nicht mehr schlagen. Nein, nein. Ist dein Stock auch rot? Guck mal nach. Nein. Kann ich mit der kann ich noch schlagen. Dann hau ich ihm jetzt einfach mit der Taschenlampe die Scheißfresse ein. Ach komm, dann nehme ich den Zombie. Kann ich damit schlagen? Barz! Barz! Bam! 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 Da die Eise ein. Bam! Hey. Dann probiere ich jetzt auch mal. Ich will jetzt... ich lege jetzt mal so ein Pfeil ein. Junge, du schaust Pfeil richtig scheiße aus. Hä? Kann überhaupt nichts mehr machen, irgendwie. Also ich habe hier angeblich ein Pfeil eingelegt, aber... Kann ich nicht schlagen. Komm, lass dir die Fresse polieren. Ach nee, ich habe keine Pfeile. Er tut nur so, als hätte ich... Oh cool, ich habe gerade eine Blackberry eingesammelt. Das muss vor ungefähr 10 Minuten her sein. Ja, ist bei mir auch. Ich habe hier Broken Wood Item oder was auch immer das ist. Das ist, wenn dein Stock kaputt gegangen ist. Ja, genau. Ah ja, jetzt ist mein Stock auch rot. Jetzt ist er auch rot. Ah, jetzt kann ich schlagen. Komm, jetzt kann ich ihm mit der Taschenlampe die Fresse einschlagen. Gott sei Dank. Oh, da ist einer. Da kommt einer aus dem Ding geglitscht. Da siehst du es da hinten? Wo? Da glitscht einer rum. Da ist gerade einer aus dem Haus geglitscht und steht jetzt da hinten. Also nee. Hier ist einer.
die Taschenlampe vielleicht mal ausmachen. Da hinten, siehst du es da? Da rennt er. Da glitscht einer aus dem Haus raus. Ja. Er hat aber nicht viel. Sollen wir mal gucken, wer das ist? Und wir können uns nicht wehren. Ich sehe den auch nicht, der glitscht hier rum wie die Sau. Wett 1 ist das. Na, das ist nichts unseres. Lass uns mal weitergehen, oder? Wo lang hin? Denn? Da, oder? Meinst du? Weiß es nicht. Jetzt habe ich die Taschenlampe wieder in der Hand, dafür habe ich keinen Stock mehr. Irgendjemand joint unseren Channel. Na, Ben. Wer ist das? Wer ist das? Der Herr Marder. Der Marder? Willkommen in der Aufnahme, Herr Marder. Ich grüße Sie. Ja, einfach die Aufnahme gesprengt. Ich habe sie nicht gesprengt. Ich bin leise rein, habe mich reingeschlichen. Wollte gerade wieder gehen und dann kam deine Meldung. Ja, da wäre reingegangen. Ich hab den Bayerwald eben angeschrieben, nimmt da auf, kam nicht. Ich hab gedacht, gut, gehst du mal eben rein. Ja, macht ja nix. Macht ja nix. Ja. Wir sind hier irgendwie auf dem laggigsten Server, den ich je erlebt habe. Ja, ist furchtbar. Okay. Kannst also ein Lag von ungefähr, wie nach 10 Minuten? Ja. Bitte was? Gefühlt. Also wenn du irgendwo zum Beispiel was einsammelst, in 10 Minuten hast du es dann. Ja. Seid ihr noch auf dem Server, wo wir eigentlich wollten? Oder seid ihr nee, wir sind nee, wir jetzt zwischenzeitlich auf einem anderen und versuchen die anderen zu finden, aber kein Chance. Also seid ihr alle auf dem anderen und seid jetzt gerade dabei? So. Ja. Ja, wir haben halt einen genommen, wo du nicht 2 Stunden warten musst, bis du drauf bist. Welchen Seite denn? Weißt du das gerade? Dreadland. Dreadlag? Auch Dreadland? In der EU, ne? Dreadlag, das passt recht gut. Ja, keine Ahnung. Dreckslag. Wahrscheinlich EU, ne? Nee, ist ein US. US-Server. Okay. Bayer, die 20 Minuten sind auch schon um. So ja, wir warten wie noch bis, Ding. Also die sind fertig, dann würden wir auch abmoderieren mit 2, oder? Was? Ich habe gerade eine Nachricht im TS. Hast du die auch? Nee, ich kann ja auch nicht rüber switchen. Ach so, gut. Nee, dann würde ich sagen, dann war's das für diese Folge. Ja. Oh. Und wir sehen uns in der nächsten. Macht's gut und danke fürs Zuschauen. Genau, tschüss.